So, und jetzt gibt's eine absolute Premiere. Diesen Callboy haben Sie mit Sicherheit noch nie gehört, im Ö3-Wecker. Er ist nämlich niemals on air gegangen und das hat einen guten Grund. Das ist der erste Versuch des Ö3-Callboy, einen Hausbesorger zum zusätzlichen Schneeschaufeln zu verdonnern. Und der Hausbesorger war leicht unpässlich. Ja, auf erst. Er war voll fett. Der Ö3-Callboy. Ja, was ist? Hallo? Was denn? Ja, grüße Gott, bin ich da beim Hausmeister? Sind doch kein Hausmeister, wir sind doch kein Hausmeister. Bitte? Wir sind aber Fleischer, wir sind doch kein Hausmeister. Hier ist Winter vom österreichischen... Bitte? Was jetzt? Hier ist Winter vom österreichischen Hausmeisterverband. Ja, und was willst du? Ja, es wäre halt Folgendes, und zwar, wie schaut's denn aus mit dem Schnee? Ist der weggeschaufelt worden schon in der Straße? Ja, der hat oben schon alle weggeschaufelt. Den brauche ich nicht, ich brauche keinen Schnee mehr. Ja. Ich hab nur Schnee gehabt bis jetzt. Haben Sie den Schnee weggeschaufelt? Das wird dem weh. Wieso soll ich einen Schnee wegschaufeln? Sie sind ja Hausmeister. Ich bin nicht der Hausmeister, das habe ich dir schon gesagt. Was willst du jetzt von mir? Na, es wäre halt Folgendes, und zwar, aufgrund des vielen Schneefalls sind Sie jetzt auch für andere Straßen eingeteilt worden. Ich bin kein Hausmeister. Und jetzt lass mich in Ruhe, du Rubenzutzler. Nein. Ich bin kein Hausmeister. Was willst du denn jetzt? Sie sind auch... Was machst du denn so blöd die ganze Zeit? Lass mich da nicht pflanzen herrst. Verzupf dich, du Rubenzutzler, du Grauslicher. Ich hab eine Freizeit jetzt. Gut, da rufen wir gleich noch einmal an. Erich? Ja, grüß Gott, da bin ich noch einmal von der Hausmeister. Ja, was willst du denn jetzt noch einmal? Na, wegen dem Schneeschaufeln. Es ist so, man würde sie einteilen... Ich belästige mich dauernd wegen dem Schneeschaufeln. Ja, was ich davor erzählt habe. Was ist jetzt so? Na, schauen Sie, Sie sind für ein paar Straßen zusätzlich eingeteilt worden zum Schneeschaufeln, weil es ist so, es liegt Unmengen Schnee herum und Sie sollen... Ja, dann schaufelt's ihn weg, aber lasst mich in Ruhe. Ja, wir brauchen Sie. Sie werden abgeholt schaufelt morgen... Schaufelt's weg, aber lasst mich in Ruhe. Wir holen Sie auch morgen ab. Was? Wo denn? Wo ist denn? Wir holen Sie morgen zu Hause bei Ihnen ab. Ist ein Bus mit einigen Haus... Ich hab gesagt, dass ich Fleischerei hab. Da brauchst du mich überhaupt nicht abholen. Du sagst, dass ich eine Fleischerei hab, ich brauch da nicht den Dreck wegputzen. Du sollst aber im anderen, dass einmal die Hundescheiße wegputzen. Was brauch ich mit Schnee? Da mein Schnee ist sofort weg. Wieso sollte die anderen? Ja. Sagt, da bin ich nicht ich zuständig. Das sollte, ruf dich andere Hausmeister an, aber lass mich in Ruhe, ja? Ja? Ja, grüß Gott. Bist du nicht schon na, wieder? Na, was ist jetzt da? Ganz kurz, ich wollte Sie nur aufklären. Ja, das war ein bisschen ein Scherzerl, da ist das Hitradio Ö3. Ja, das ist mir wurscht. Nein, das, Sie brauchen nicht Schneeschaufeln kommen, ja? Warum rufst du mich da an? Warum rufst du mich da an? Das war ein Scherz. Ich hab da meine Freunde da, ja? Ich brauch mir den Dreck nicht geben. Nein, es war nur ein Scherz. Ja. Wenn du vom Radio bist, da gehen wir mit zum Beschweren. Ja. Da gehen wir mit zum Beschweren am Königlberg auf, das sage ich dir. Weil ich gehe nicht für euch nur Schneeschaufeln. Ja. Tut's gescheit doch einmal euch einen Hundescheißdreck weg. Aber lasst mich in Ruhe. Weil ich will's mehr Ruhe. Ja. Adieu. Okay, danke. Der Ö3 Callboy. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an.